Ulla möchte nicht mehr gefilmt werden. Sie wäre fett und alles Mögliche, hat sie gerade gesagt. Also da machen wir gleich eine Nahaufnahme von. Besonders erwähnenswert ist dieser feine Sandstrand, wo wirklich alle möglichen Sorten Sand rumliegen. Ja, also kleinkörniger Sand, dann haben wir hier Sand, der ist ein bisschen dicker. Ja, und Sandkörner, also richtig große Sandkörner, die muss man echt auch zu Hause suchen. Ja, solche großen Sandkörner gibt es hier auch. Also ist überhaupt kein Problem. Mit dem Wasser. Und immer schön das Fläschchen. Hier gibt es sogar so etwas Ähnliches wie Alpenglühen. Ja, nachdem meine Tante da gegangen ist und so weiter, muss ich mal weggehen. Heute kommt meine Tante. Strand waren wir nicht so oft, weil es ist einfach zu warm tagsüber. Wir haben hier teilweise Temperaturen von 35, 38 Grad im Schatten und da kann man sich vorstellen, wie heiß es in der Sonne ist. Aber so am Abend, so ab 5 Uhr, kann man ruhig an den Strand gehen und dann ist auch erfrischend. Dann kriegt man auch keinen Sonnenbrand und das Wasser ist angenehm warm. Es hat also viel Spaß. Der Urlaub ist jetzt vorbei. Wir befinden uns heute noch einmal in Mottola, um uns noch einmal von allen zu verabschieden und fahren dann nach Hause. Wollen wir gucken, wie gut wir durchkommen. Ich hoffe, der Film hat gefallen und ich sage von hier aus Arrivederci und tschüss. Kräuter haben wir genug mitgenommen, so auch frischen Lorbeer. Auf dem Nachhauseweg haben wir auf Rastplätzen übernachtet. Hier irgendwo in der Walachei. Was weiß ich wo. Gewickelt wird auch auf dem Rastplatz. Wir sind gerade bei Como über die Grenze. Links von uns der Comer See, da irgendwo im Grün. Rechts Büsche und vor uns Berge und die Autobahn. Das ist der Comer See.
Ja, das ist in der Schweiz so. Tunnel. Die Schweiz ist fast gänzlich unter Tunnel, das muss man sich mal vorstellen. Tunnel, Tunnel. Auf der flachen Ebene haben die Schweizer riesige Felshaufen hingestellt, die sie stolz Alpen oder Berge nennen. Gewaltige Berge.